Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Train Sim World 5 zu unserer großen 100.000 Abonnenten Special Tour von München über Würzburg, Fulda, Frankfurt, Mainz bis nach Koblenz. Wir sind mittlerweile in Fulda angekommen, sind jetzt hier auf der Strecke Kinzigtalbahn und haben jetzt die Aufgabe, unseren Zug weiter bis nach Frankfurt zu fahren. Genau, wir haben den gleichen Zug weiterhin und ich würde sagen, wir legen los, verlieren keine Zeit. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen da wieder mit unserem Zug aufzurüsten, wie gehabt. So, ich musste die Zeit leider etwas vorverlegen. Also 11:04 oder so konnte ich jetzt leider nicht, nicht finden, das hätte nicht gepasst. Von daher musste ich leider etwas vorverlegen, damit wir auch Fulda nach Frankfurt fahren können. Deswegen musste ich das ein wenig vorverlegen. So, Federspeicherbremsen sind gelöst. Ja, das ist gut. Die AFB müssen wir noch einstellen. 40. Ja, gut, dann sind wir soweit. Brauchen jetzt eigentlich nur noch darauf warten, dass wir gleich abfahren dürfen. Und dann fahren wir von Fulda nach Frankfurt direkt Fahrt. 11:44 sollen wir da sein. Und dann geht sie weiter, unsere große Tour. So, wir können die Tür verriegeln, dann geht's los. Unser drittes Etappenziel wartet. Nächster Halt, Frankfurt am Main, Hauptbahnhof. Bereits in der LZB. Wunderschön, wunderschön. Kassel lassen wir weg. Ich habe die Tour etwas geändert, weil das macht einfach keinen Sinn. Weil wir dann zurück nach Fulda müssten, um nach Kassel zu fahren. Das würde, glaube ich, so wirklich rein von der Logik her keinen Sinn machen. Das ist jetzt so meine Meinung. So, wir
dürfen mittlerweile 140 schon, sehr schön. Wunderschön, dass es so klappt. Oh, LCB zu Ende. Das ist jetzt aber schade. Ich dachte, wir könnten jetzt richtig schön mit der LCB fahren, aber anscheinend ist uns das nicht gegönnt. Gut, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen nicht zu schnell werden. Aber die AFB nach unten. Halt leider ohne LCB erstmal. Weiß nicht, ob das noch mal wieder kommt im Laufe der Strecke, im Laufe der Fahrt. Schaut mal, die Railjet wegtrotten. Vielleicht ist das auch, weil wir hier so ein bisschen, ja, die Strecke ist ein bisschen kurvenreich und so weiter. Ich glaube, da ist das, dass wir nur 160 fahren dürfen. Deswegen, dem ist das geschuldet, dass wir jetzt im Moment kein LCB haben, schätze ich mal. Ist daran, dass es daran liegt. Also es ist noch 2 Kilometer länger die Strecke als Kassel-Würzburg. Also als die, ist das, was wir vorhin gefahren sind.
Aber insgesamt finde ich das schon sehr schön, dass man hier wirklich mehrere Strecken mit dem gleichen Zug befahren kann. Das macht die ganze Sache schon echt schön. Oh, wir sind einen Takt zu schnell. Eieieiei. Ups, habe ich kurz nicht hingeschaut. Das wäre beinahe in die Buchse gegangen. So, volle Konzentration. Gleise ich hier. Zehn. Gespannt, wie sich das Wetter halten wird. Bis jetzt hatten wir ja Glück. Also ich habe bis jetzt auf jeder Strecke dynamisches Wetter genommen. Bisher hatten wir ja Glück, dass wir Sonne behalten haben, aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, zieht es sich doch so ein bisschen zu, habe ich das Gefühl. Es könnte natürlich sein, dass wir jetzt im Laufe der nächsten Zeit noch Regen bekommen.
schön, wunderschön. So, was sind wir denn hier? Sind wir denn hier? Ich mein Schild finde. Kann ich jetzt so nicht bestimmen. Ich finde jetzt kein Namensschild. Was ist dazu? So, gleich wieder 130. Entspannen wir mal das hier. Den Streckenbereich verlassen, in der wo wir eine Langsamfahrt haben. So, war nur von kurzer Dauer wieder 120. Schon noch ein echtes Stück bis nach Frankfurt, wenn ihr das mal so seht. Hast du nicht ganz die Hälfte geschafft? Die Hälfte wäre, glaube ich, hier irgendwo. Noch 12 Kilometer, dann haben wir die Hälfte. So, gleich 160. Das erhöht natürlich die Chancen, dass wir wieder in die LZB kommen.
spät reagiert. So, mit 60. Vielleicht noch eine gute halbe Stunde. Ich bin echt gespannt, wann hier die ganzen Streckenerweiterungen kommen. Wann die neue Strecke Mannheim-Kaiserslautern kommt und. Also das wird wieder einiges auf uns zukommen an DLCs. Die Hälfte der Strecke haben wir dann auch gleich schon. 6 Kilometer. Sind es dann noch 48 Kilometer bis Frankfurt. Wie gesagt, dann fahren wir von Mainz nach Koblenz. Könnten dann von Koblenz nach, was habe ich gesagt, Köln. Beziehungsweise nach Aachen und von Aachen nach Köln und von Köln über Essen nach Duisburg, wenn ihr das wollt. Schön. So, ihr könnt ja mal raten, welcher Bahnhof das hier ist. So, noch 4 Kilometer, dann aber die Hälfte. So, das vertan.
Sehr, sehr schön. Und noch haben wir Glück mit dem Wetter. Bleibt nach wie vor sonnig. Gegenzug, sehr schön. So, wir dürften jetzt eigentlich wieder 160, wollte ich doch sagen. So, die Hälfte haben wir auf jeden Fall jetzt. Das wird sich auch auf der Karte zeigen. Ja. ICE 595 Berlin Hauptbahnhof nach München ist das eigentlich, aber der fährt ja für uns, also in unserer Fantasie, bis nach Koblenz. Rot. Ach, hat sich erledigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Endlich, endlich LZB. Also das war wirklich jetzt ein quälendes langes Stück, die ersten 44 Kilometer. Aber jetzt kommen wir so langsam in die höheren Geschwindigkeiten. So, dann dürfte auch gleich in die LZB aufgenommen werden, mit Sicherheit. Na, sag ich doch. Dann geh nach vorne. Und das hat aus.
jetzt ist es nochmal so richtig gemütlich. Bis den letzten 35 Kilometer bis Frankfurt. Da ein RE Steuerwagen voraus. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das dürften jetzt noch so circa 26 Kilometer sein. Ja. Oh, was sagt die LZB? 110, ach ja. Könnte sein, dass die LZB gleich zu Ende ist. Und wir haben Rot, Gottes Willen. Ja, jetzt müssen wir reagieren. Das rote Signal hat sich anscheinend verabschiedet.
So. Viel fehlt nicht mehr. Jetzt hier an dem großen Bahnhof, und zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was sind wir denn? Hanau sind wir gerade durchgefahren. Ah, dann ist es denn mal allzu weit. Dann haben wir auch unser drittes Etappenziel erreicht. Das erste war Augsburg, das zweite war. Ne, das erste war Würzburg, das zweite war Fulda und das dritte ist jetzt Frankfurt. Das vierte wird dann Koblenz. Dann müsste auch schon bald Offenbach und Frankfurt Süden kommen. Genau. Warum haben wir denn gelb? Das ist doch jetzt Käse. Aber hat sich erledigt, gut.
10 Kilometer. So, mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, damit wir vielleicht das rote Signal, was da lauert, hinter dem gelben Vorsignal vielleicht aus dem Weg gehen können. Eben noch eine ganze Viertelstunde Zeit, bis wir da sein sollen. Können wir mal ein bisschen gechillter hier fahren. Das bringt nichts. Wir müssen uns damit anfreunden, dass wir jetzt mal hier unter 85 kommen. Dann eventuell gleich sogar anhalten müssen. So, dann werden wir gleich quittieren müssen und dann können wir auch ruckzuck schon unter 45 kommen. So, hier haben wir quittieren. Unter 45. Die Bremskurve haben. So, dann schauen wir mal. Hier vorne ist das rote Signal. So, dann lassen wir uns noch ein bisschen ranrollen hier. Vielleicht hilft das ja, wenn uns hier ein RE entgegenkommt.
So, schauen wir mal, warum, weshalb, wieso wir denn hier warten müssen. Da steht einer. Steht auch an einem roten Signal. Warum steht der an einem roten Signal? Wie stehen die doch hier alle ein bisschen scheiße? Ist noch einer drin, so wie es aussieht. RW40 hat der Ausfahrt. Na gut, der steht eh auf unserem Gleis. Wir haben auch noch nicht längst nicht Einfahrt. Bei Anweisung angekommen. RW41. Das könnte natürlich auch an dem liegen. Stoppsignal. ICE 1691 Berlin Ost nach Frankfurt M Flughafen Fernbahnhof. Es könnte natürlich sein, weil wir ein bisschen zu früh sind, dass sich das alles gerade ein bisschen staut hier. Steht der ICE, der nach Frankfurt am Flughafen will, an einem roten Signal. Aber warum, wieso, weshalb, ist mir jetzt auch noch nicht so ganz klar. Der hätte normalerweise komplett freie Fahrt hier. Da steht eine Flixtrain. Der fährt weiter, das könnte uns eventuell helfen. Vielleicht geht es jetzt gleich weiter. Es kann sein, dass der Flixtrain hier des Übels Grund war. Weil ansonsten weiß ich jetzt nicht, weshalb so. Fährt auch weiter. Gehen wir mal zurück zum Zug. So, der Dreier, der fährt weiter, das ist gut. Dann hat das wohl eine Flixtrain oder so gelegen. Und wenn der weiterfährt, dann haben wir auch gleich Weiterfahrt. Sehr schön. Sehr schön. Nächster Halt, Frankfurt.
sehr schön. Ist der IC von gerade, der uns im Weg stand, der zum Flughafen will? Das dürfte Süd sein hier. So, das haben wir auch soweit geschafft. Kurz vor Bahnhof noch mal rot. Das ist doch jetzt blöd. Jetzt ist vorbei mit Rot. Finden C. Mit Steuerwagen. So, die ganzen Rotphasen hier, die haben uns natürlich ein bisschen im Zeitplan zurückgeworfen. Aber dem ist dann halt so.
Wunderschön. Wunderschön. Damit hätten wir unser drittes Etappenziel auch erreicht. Ankunft am Frankfurter Hauptbahnhof. So, wir öffnen rechts die Tür. Machen hier den Fahrmotorlüfter mal aus. Wunderschön. Das war dann Ziel Nummer 3 unserer großen Tour. Frankfurt am Main Hauptbahnhof auf der Kinzigtalbahn. Nächstes Ziel Koblenz. Ja, wir haben ein bisschen mit der Geschwindigkeit, waren wir ein bisschen drüber. Wir haben trotzdem Platin erhalten. So, die letzte Fahrt von Mainz nach Koblenz seht ihr dann in einem gesonderten Video. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenge spielt das Wort rein. Ciao, Servus und Tschüss.